inzwischen schon 65 Jahre alt geworden und daher seit 3 Jahren schon in den Ruhestand versetzt, aber ich arbeite nach wie vor dort. Mein Name ist Tilman Reuter, ich bin habilitierter Slawist für Sprachwissenschaft und habe seit dem Jahr 1992 an mehreren ukrainischen Universitäten die Partnerschaftsprogramme zusammen mit 2 hervorragenden Kollegen, die sich sehr engagiert haben, Rektor Meyer und der Professor Schneider vor allem, die haben also Interesse gehabt, Partnerschaftsbeziehungen zu entwickeln im Bereich der Informatik und der Wirtschaftswissenschaften. Und das hat dann auch die Alina in einem späteren 2018, nicht? Davon auch ein Stück mitbekommen. Ich war sicherlich in der Stadt Kharkov, ja, also ich glaube 50 Mal war ich sicher dort. Das letzte Mal vom 22. bis 28. Jänner, um dort mit 2 Universitäten sogenannte Double Degree Abkommen fortzuführen bzw. überhaupt einzurichten im Bereich der Informatik. Ich bin aber Russist von meiner Ausbildung her, also habilitiert für russische Sprachwissenschaften und war ein paar Wochen, ein paar Tage davor eigentlich auch in Russland. Sie können sich vorstellen, dass wenn man 30 Jahre sozusagen in beiden Ländern ständig unterwegs ist, dass man dann schon einigermaßen zu tun hat jetzt, um mit der Situation hier zurechtzukommen. Das sind 2 Dinge. Das eine ist, das kennt jeder, inzwischen der die Medien verfolgt, diese großen Flüchtlingsströme, die wir so gut wir können versuchen, irgendwie mit vernünftigen Unterstützungsmaßnahmen also die Leute zu stützen. Die Berichterstattung, die ich verfolge in Österreich, also vor allem im Ö1, die scheint mir sehr, sehr gut und authentisch gemacht. Auch die Interviews und mit den Personen, die befragt werden in diesen Städten, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Das entspricht auch meiner Wahrnehmung, also Sie können sich recht gut darauf verlassen, das wollte ich Ihnen sagen, was derzeit berichtet wird vom österreichischen Rundfunk. Das kann ich deswegen sagen, weil ich auch andere Quellen anschaue, so eine laufende Berichterstattung auf Telegram zum Beispiel auf der ukrainischen Seite. Und das Zweite ist, das möchte ich Ihnen auch sagen, es beginnt langsam auch auf der Seite meiner russischen Freunde, von denen zum Teil vor allem die Jungen auch teilgenommen haben an Demonstrationen, mitgearbeitet haben beim Memorial. Es wird für manche von denen sicher auch in nächster Zeit eng werden. Ein junger Mann ist gestern ausgereist nach Armenien. Also man hat auf beiden Seiten zu tun und das wird viele meiner Kollegen in der Statistik arbeiten auch. Es geht also schon auch darum, dass man die Menschen, die es auf sich nehmen, in diesem Krieg etwas zu sagen, in Russland, dass man auch diese Leute stützt. Mehr möchte ich nicht sagen, ich habe einmal eine Mittagssendung von Radio Kärnten ein Interview gegeben, das war sehr angenehm und ich glaube, wir werden uns in vielen Kontexten in den nächsten halben Jahren ganz sicher wiedersehen. Soweit. Christian weiß, wie man mich findet, aber ich muss meine Kräfte ein bisschen einteilen. Ich muss auch schauen, dass ich für jedes Ding, das ich erledigt habe, den nächsten Ding, das übernimmt, weil es kommen viele Dinge rein. Sagen Sie doch ein bisschen was auch auf Russisch. Oder ukrainisch, weil es sind mehrere hier, die da kein Deutsch verstehen, was Sie jetzt alles gesagt haben. Ja, ein paar Worte. Я скажу пару слов по-русски.
Я понимаю по-украински, но смешно мне, мне смешно говорить по-украински на плохом украинском. Если я хорошо могу все это сказать по-русски, люди там понимают. Я говорю о том, чем, чем я был занят за последние 30 лет. Я был занят, с одной стороны, в частности, в городе Харькове с двумя университетами. Работал как координатор по научным и учебным программам между нашим Клайнфельдским университетом и университетом в Харькове. Кроме того, я не говорю по-немецки, но я актуально, я в хорошем контакте с ректором Херсонского университета, который остался на месте со своей женой, со своей дочкой, со своей внучкой. Это потрясающий человек, и я от него тоже получаю почти каждый день какие-то, какую-то вот просто информацию с места. Вот. Ну и кроме того, я сам являюсь славистом, я доктор наук по русскому, современному русскому языкознанию. И был не только в Украине за последние 30 лет, но и в России, конечно. В том числе, вот, в частности, я был в России в начале января, а в Харькове последнюю декаду января. Ну, выходит так, что мы, вот я сейчас занят, конечно, многими, ну, так сказать, людьми, которые, или история людей, которые хотят избежать вот военные, вот эти военные действия, но с другой стороны, я и получаю информацию о тех людях в России, которые осмелились выйти на улицу, высказать свое мнение, которые раньше работали, на, например, в мемориале, который сейчас запрещают, и уже идет, значит, вторая апелляция. В принципе, я вижу, что будет, надо будет заниматься теми людьми, которые имели смелость высказать свое мнение и теперь находятся на грани репрессий. Вот. Ich bin wahrscheinlich der einzige Einsprachige hier. Ja? No. Na, wie sprichst du sonst? Na, ich freue mich immer sehr, wenn die Alina da ist. Wir kennen uns auch schon über die Jahre. Und wir hätten wahrscheinlich alle nie gedacht, dass wir jetzt in diesem Zusammenhang so viel machen müssen. Und die Alina soll mir kurz erzählen, seit wann sie da ist in Klagenfurt, was sie jetzt macht und wie sie vielleicht auch helfen kann, weil heute haben wir ja wirklich das erste Mal auch die ukrainischen Familien da. Und wir sind ja dann nur so ein, auch so ein gewisser Sammelplatz, ja, damit wir weiterhelfen können. So, mein Name ist Alina, ich komme aus der Ukraine und ich komme aus Nordukraine. So, es ist von Chernihiv. Es ist circa 2 Stunden von Kiew. Und meine ganze Familie ist dort jetzt. Meine Eltern, meine 2 Brüder und für mich ist es auch ein bisschen schwierig, das zu erzählen, weil ich weiß nicht, so viele Leute, dann, sie sind hier nach Österreich gekommen, aber meine Familie, sie können nicht kommen. Aber was ich wollte auch sagen, es ist eine große Dankeschön, denn sie sind heute hier, denn sie sind heute ja, hier für die Ukraine. Und was ich würde sagen für mich, ich habe hier ein Masterstudium gemacht in Altona der Universität und jetzt arbeite ich in Villach im Silicon Austria Labs und für mich, ich habe in Klagenfurt, ich bin gekommen als Freiwilligendienst, also ich habe meinen Freiwilligendienst im Landesjugendreferat gemacht und habe mit Christian dann getroffen und wir haben so viele verschiedene jugendliche Projekte hier gemacht. Aber jetzt mit Projektmanagement, ich unterstütze auch in verschiedene Richtungen, aber ja, es ist nicht so leicht in dieser ganzen Situation jetzt und ich werde dann auch ein bisschen auf Ukrainisch das sagen. Я дуже сподіваюсь, що все-таки ситуація в Україні, вона дійсно стане найкращою. І дуже вам дякую за те, що ви теж тут і ви теж підтримуєте, це дуже важливо. Слава Україні! Thank you.
machen es immer ganz einfach, wir machen jetzt einfach jeden Donnerstag hier ein Konzert. Also Marco der Meier, also werden viele spielen, die außergewöhnlich gut spielen. Auch heute, also vor 2 Stunden, ist gerade eine Meisterpianistin mit 11 Jahren, sozusagen hat sich angemeldet, die wird jetzt wahrscheinlich gleich am Anfang spielen. Der Alexander, wo ist der Alexander? Ah, da, genau. Heute sozusagen eigentlich der musikalische Abend ist vom Alexander Korneev gestaltet, seine Familie ist da, die Oma macht hinten Pyroschki. Okay. Sagst du, ich kann nicht mehr. Wo ist die Pianistin? Ah, da ist die Pianistin. Ja, du. Sie beginnt. Ja. Also, in 12 Jahre, Anastasia. Thank you.
armenischen, russischen und portugiesischen. I will play Fox Sonata of Belgian composer and violinist Eugène Zaïre. Thank you.
Thank you.
Jetzt spiele ich eine
danke Holze für die Einladung. In diese Situationen manchmal man fühlt sich schlecht und man hat Impotenz, weil es ist schwierig, etwas zu tun. Und ich glaube, vielleicht ist es etwas klein, aber trotzdem ist es etwas. Und ja, ich fühle mich besser hier beim Spielen als zu Hause, im Internet oder in sozialen Medien posten, glaube ich, ist mir wichtig. Und ich bin sehr froh, dass viele Menschen hier sind. Und ich bin sehr froh auch, dass viele Solidarität sehen kann. Thank you.
ich spiele jetzt ein Adagio von Johann Sebastian Bach. Und ja, und danach kommt ein Trio. Danke. International, also zwei Steirer, Tirol und
Australien. Also Austria oder Australien. Mehr Australien als Austria. Thank you.
Thank you.
Und jetzt? Alles ist dahin? Okay. Ich bin wieder auf den verschwunden. Vielleicht dazwischen noch einen extra Applaus für Anastasia. Die außergewöhnlich. Ah, da ist sie. Noch einen extra Applaus. Ein Stück von Cambini, ja? Giuseppe Maria Cambini spielen. Bisschen lustiger, aber ja. Und ich wollte sagen, danke für alle. Das ist ein sehr großes Publikum, das freut mich sehr. Thank you.
kommt zu der Gemüsegärtnerin. Welche Gruppenfoto? Wir haben noch einiges an Spenden hier heute. Also die größte Spende von Michi Ahlisch ist ein Stromgenerator. Der steht da, das ist anscheinend extrem wertvoll, weil es gibt, der Markt ist leer gekauft, weil durch diese ganzen Bomben und so weiter sind solche Geräte extrem wichtig. Ich würde es gerne da hochheben, aber es ist zu schwer. Ja, aber der Hans-Peter ist auch gerade gekommen, der Bischofsvikar, der hat gerade 1500 Euro, glaube ich, reingeschmissen. Ja, also, damit ihr wisst, wohin die Spenden gehen, also das wird sozusagen von Alina, von Alexander, die verwalten das dann, beziehungsweise die schauen, dass das Geld dorthin kommt oder sie selbst, gell? Weil ich glaube, die wissen genau, wo das Geld hingehen soll. Und eben jeden Donnerstag machen wir jetzt Konzert in unterschiedlichsten Formationen und kommt einfach vorbei, ist die Oma, die Babuschka macht noch. Joschke? Ja, genau, das ist Premiere, ja. Ich will eigentlich nicht so viel sagen, die was sagen, sollten es verschwinden dann immer. Hans-Peter, was sollst du da? Bürgermeister? Ja. Auch nicht? Okay. Dilma, sagst du noch was Russisch? Alina, das macht sie noch einen Schuss. Nein. Das die Klasse wahrscheinlich schon gesagt, war nicht oben. Я хочу сказать, что очень рад, что так много пришло человек из Украины. Я думаю, что совершенно разными путями сюда. Ну, вот. Оказалось, что уже с 18 года мы как-то знакомы. Когда Алина приехала сюда, она принесла свои документы на заверенный перевод. Вот мы сегодня встретились. Второй раз. Мы с вами, украинцы. Ich möchte noch einmal eine große, große Dankeschön sagen. Es ist sehr wichtig, dass Sie kommen hier und für uns, für alle Leute, es ist sehr wichtig. Danke. Kärnten, also ich glaube, wir sollten alle so viel wie möglich in Kontakt bleiben, damit man nicht zu Hause sitzt und nachdenken muss über diese ganzen blöden Geschichten, die da passieren in der Welt. Gell? Und gerne kommst du noch schnell unter Hans-Peter, die Promis. Ja, irgendwann muss helfen, diesen Stromgenerator da hochzuheben. Also das ist so, ich finde es sehr nett, dass was da alles dann an Spende ist noch so neu. Ja? Also jeder, der halt irgendwie helfen will, soll halt den Alexander, die Alina, den Viktor, die Anastasia. Für die Anastasia werden wir sicher noch ein Spezialkonzert machen. Gell? Eine schöne Abend. Ja? Erst um 4 Uhr am Nachmittag haben wir erfahren, dass sie heute spielt. Gell? Und das muss man mal auch so sehen, wie kurzfristig wir da organisieren. Am 22. kommt auch übrigens die Julia Sliwe, eine polnische Pianistin, das ist dann der Dienstag einmal. Gell? Also wir versuchen da irgendwie Kultur zu bringen. Wir haben ja Gott sei Dank einen Bischof, so keinen Bürgermeister, der uns im Hintergrund im Backup stützen. Hans-Peter, sagst du schnell eine kurze? Ja, guten Abend, es ist super, dass wir da sind und dass ihr da seid. Und natürlich Alexander und Freunde und Freundinnen.
Das ist wichtig, dass wir zusammenhalten, Musik verbindet und gerade die Musik, die hier bis zum Ural und noch weiter reicht, ist eine Musik, die eine europäische Musik ist und da stehen wir, glaube ich, alle zusammen und wir freuen uns, dass manche Ukrainer auch Kirgisen heiraten und manche Kärntner auch Kirgisinnen heiraten. Das ist auch schön. Gratulation zur Hochzeit noch einmal. Also wir sind eine internationale Familie. Ja, wunderbar. Wir müssen das bieten. Und wir versuchen mal zusammenzuarbeiten und die Gemeinde ist die Basis für alles, Gernot. Und wir machen das seit vielen Jahren schon. Jetzt bist du der Bürgermeister, umso besser. Ja, herzlich willkommen. Also von meiner Seite, ich freue mich sehr, dass wir hier im Dorf diesen Glücksfall haben, dass wir einen sehr weltoffenen Pfarrer haben, dass wir den Salmhofer haben. Der Salmi ist ein Wunderkind der Organisation. Und also für mich braucht Gott sei Dank keine Arbeit mehr. Wir können halt nur, was in unserer Macht steht, die Herren unterstützen und dass wir alle zusammenhalten in dieser grauenhaften Zeit und diese Zeit auch überstehen. Und dafür wünsche ich viel Kraft Ihnen allen und uns allen, dass wir das gemeinsam bewältigen. Danke. Ja, wir sind ja leider keine Inszenierungsexperten, aber ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir dann eben so ein Foto oder kann irgendwer fotografieren eigentlich? Mhm. Also wir sind jetzt so professionell, wie es ausschaut. Ja, der Theo nimmt Gott sei Dank immer auf. Ja, wir haben heute das erste Mal zwei Mikros, also ist der. Ja, also wir entwickeln uns natürlich. Wie machen wir das? Habt ihr Ideen, wie wir das machen vom Foto? Das ist eine demokratische. Also mein Handy hat keine Funktion. Richtig. Ja, okay. Aber ich fotografiere dir. Wer kann fotografieren, bitte? Um einen Platz zu verletzen und dann merkt man, wo Hilfe
also wo man helfen kann. Ja, dann später das Romanche ganze Geschirr fremd. I don't speak German, but I want to thank you for all Austrians and for all people to help us, because it's very important for Ukrainians to understand and feel that we're not alone. And in this war, we have the support and caring people and helping people, and people who understand us and help us in every need. And it's very important for us to feel that we are with you and you are with us.